Im Januar auf meinem YouTube-Kanal für Rundenstrategiespiele und Spielkultur. Zwei neue Let's Play-Reihen, ein Live-Wettkampf, ausnahmsweise in Echtzeit, Previews von kommenden Rundenstrategiespielen, ein Interview mit einem Bestseller-Autor und viele weitere Let's Plays und Infovideos. Doch der Reihe nach. Der Monat startet mit einem der derzeit besten Strategiespiele überhaupt. Endless Legend, im Oktober erschienen, hatte ich euch bereits ganz frühzeitig gezeigt. Als einziger deutschsprachiger YouTube-Kanal zeigte ich euch exklusiv die Beta-Version schon vorab, bevor sie als Early Access auf Steam gespielt werden konnte. Es folgten ein erstes kurzes Let's Play und mehrere Info-Specials und jetzt mein erstes längeres Let's Play zu diesem Titel. Für die Spielepresse ist Endless Legend ein Überraschungshit gewesen und auch ich war und bin fasziniert von dem Mut und der Fantasie der französischen Entwickler. Amplitude Studios hat eine einzigartige Spielwelt erschaffen, eine Fantasywelt voller ungewöhnlicher Einfälle und bezaubernder Grafik. Und bevölkert mit bizarren Kreaturen, von Völkern, bei denen sich keines so spielt wie das andere. In meinem Let's Play ziehen wir mit den Nekrophagen durchs Land, mit Aasfressern, die der Hunger in einen ewigen Krieg treibt. Würden unsere Rieseninsekten nicht laufend neue Beute machen und die Kadaver der Feinde verzehren, müsste unser Volk vor Hunger verkümmern. Mit Massive Chalice möchte ich euch ein weiteres Fantasy-Spiel in einem Preview-Let's Play zeigen. Der Titel ist auf Steam noch im Early-Access-Stadium, wirkt auch noch keineswegs fertig, ist aber vielversprechend. Wir schlüpfen in die Rolle eines unsterblichen Königs, der sein Reich über Jahrhunderte hinweg gegen wiederkehrende Angriffswellen von Dämonenhorden verteidigen muss. Die Kämpfe tragen wir auf taktischen Karten aus und in den Schlachtpausen verwalten wir unser Reich. In diesem Let's Play Together mal wieder an meiner Seite Spielejournalist und Rundenstrategie-Experte Christian Weigel. Ihr merkt, Themenschwerpunkt im Januar ist Fantasy und das wird ergänzt von einem Interview mit Deutschlands populärstem Fantasy-Schriftsteller. Wolfgang Holbein hat über 200 Romane geschrieben, Fantasy, aber auch Science-Fiction, Horror- und historische Abenteuergeschichten. Im Interview unterhalte ich mich mit ihm über das Handwerk des Abenteuergeschichtenerzählens und versuche, ihm in die Karten zu gucken. Große Namen und große Spiele. Doch mancher muss sich erst noch einen Namen machen. Zum Beispiel die vier Hamburger Jungs von Overhype Studios. Die basteln gerade an ihrem ersten größeren Projekt. Battle Brothers hat auf Steam Greenlight Unterstützung gefunden und wird demnächst als Early Access zu haben sein. Ich zeige euch den Titel schon einmal vorab, gemeinsam mit den Entwicklern. Wir ziehen mit einer Gruppe von Söldnern durch eine mittelalterliche offene Spielwelt, suchen Ruhm und Ehre, vor allem aber Gold für uns selbst. Für die Kämpfe gegen Schurken und Spukgestalten treten wir auf Taktikkarten an, ansonsten bewegen wir uns auf einer riesigen Strategiekarte. Die Entwickler versprechen, dass sich keine Partie wie die andere anfühlen wird. Das war's jetzt aber mit der Fantasy. Fast. Im Dezember hatten Christian Weigel und ich die erste Mission von Warhammer 40k Armageddon beendet, des neuesten Strategiespiels im düsteren Warhammer-Spiele-Universum. Wir hatten euch gefragt, ob wir die Reihe fortsetzen sollen und die Antwort war eindeutig. Deshalb stellen wir uns mit den Panzern und Sturmtruppen des Imperators jetzt weiterhin mannhaft den Orks und Gretchins in den Weg, deren Meuten wutschnaubend und hasserfüllt unsere Welt überfallen und zu plündern versuchen. Das war's jetzt aber mit der Fantasy wirklich. Es gibt ja noch andere gute Spiele, solche, die in wirkliche, richtige Welten führen. Auch wenn diese schon längst Geschichte sind, drei Spiele, die in vergangene Epochen führen, möchte ich euch zeigen. Endlich wieder im Programm Civilization 5. Nach längerer Pause setze ich das Let's Play des Afrika-Szenarios fort, das uns in das Zeitalter des Imperialismus führt. Ende des 19. Jahrhunderts kommandieren wir die Zulu in ihrem heldenhaften und verzweifelten Kampf gegen die kolonialistischen Großmächte aus dem fernen Europa. Unsere Impi-Krieger hetzen die weißen Soldaten, die uns unsere Heimat abstreitig machen wollen. Im Kampf gegen die fortschrittlich bewaffneten Truppen der Weißen begleitet mich Schumbock, ein sehr geschätzter Let's Play-Kollege mit Witz und Herz.
Mitte des Monats sehen wir uns dann bei einem Live-Abend auf Twitch TV. Zu einem Event, das sich für Rundenstrategie-Fans eigentlich gar nicht ziemt. Das böse, schmutzige Wort heißt Echtzeit. Christian und ich treten erneut bei Quadriga gegeneinander an, bei den gnadenlosen Wagenrennen in den antiken Arenen des römischen Weltreiches. Und erneut spielen wir dieses Rundentaktikspiel im alternativen Echtzeitmodus, bei dem wir unseren Wagenlenkern unter Zeitdruck zurufen müssen, ob sie die Peitsche den Pferden geben sollen oder dem Fuhrmann auf der Nebenbahn, ob sie Hindernissen ausweichen oder fremde Gefährte rammen sollen. Und schließlich machen wir einen Trip in die jüngere Zeitgeschichte. Weiter im Programm das Let's Play zu Buzz Aldrins Space Program Manager. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts lenken wir die Geschicke der NASA, der US-amerikanischen Weltraumbehörde, schießen unseren ersten Satelliten ins All und planen, einen Astronauten auf den Mond zu bringen. Im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die Sowjetunion, in einem Wettkampf, welche Nation die klügeren Köpfe hat. Dafür habe ich in meinem Let's Play Together einen besonders klugen Kopf angeheuert, den Biophysiker und Wissenschaftspublizisten Olaf Fritsche, einen Experten für die Raumfahrtgeschichte, mit dem gemeinsam ich ein Let's Play-Format inszeniere, das vielleicht einzigartig ist und auf das ich ehrlich gesagt schon ein bisschen stolz bin. Eine ungewöhnliche Mischung aus traditionellem Let's Play, wissenschaftlichen und historischen Informationen und Entertainment. Das erwartet euch im Januar. Und natürlich wie immer das ein oder andere Überraschungsvideo. Übrigens, meine Homepage habe ich mittlerweile weiter ausgebaut. Dort findet ihr jetzt Sonderseiten zu vielen Spielen, die ich auch im Let's Play zeige oder gezeigt habe und immer wieder mal Newsartikel über meine Projekte oder zum Beispiel über wichtige Spiele-Updates. Und viele kleine News poste ich wie gewohnt täglich auf Twitter. Ich wünsche euch was, ein schönes neues Spielejahr. 2014 geht, 2015 kommt. One more turn, darauf freue ich mich.